What We Did Last Summer, erster Drehtag, diesmal in der Schlossschule St. Georgen an der Stiefing, möglich gemacht durch Stefan Reinisch. Wie ihr wisst, habe ich prinzipiell mit allen Schauspielern, die mitmachen, ein Making-of-Interview gemacht, aber einer fehlt. Das verrückteste Ende der Welt, Episode 2, eine der Hauptrollen ist ein Abt, der sozusagen die Quintessenz aller Manager auf dieser Welt ist. Ich freue mich sehr, dass Friedrich E. Reichberger für diese Rolle zugesagt hat. Was hat dich motiviert, bei so einem verrückten Projekt mit dabei zu sein? Ja, ich bin selber verrückt und verrückte Projekte ziehen mich offensichtlich magisch an. Ja, jetzt wird es spannend, denn wir sind schon am Dreh. Wir legen jetzt gleich los. Okay, Kamera. Läuft. Ton. Läuft. Klappe. Geht los. Wie viel ist dieser Mensch wert? Sie haben 20 Sekunden. Wir wollen die Antwort in der internationalen Währung. Wer mehr dran ist, hat gewonnen. Episode 2, die blutigste im ganzen Film, gedreht am einzigen Regentag des letzten Sommers. Aber das Team war hochkonzentriert und hochmotiviert, was nicht zuletzt an der guten Verpflegung lag, denn das verrückteste Ende der Welt ist einer der wenigen Filme, wo man die Requisiten essen konnte. Zumindest nachdem alles abgedreht war. Egal was passiert, arbeite weiter, denn es gibt immer Geld zu verdienen. Wie lautet die zweite Glaubensdirektive? Egal was passiert, arbeite weiter, denn es gibt immer Geld zu verdienen. Fernsehnachrichten dran und danach kann das Interview ungekürzt online gehen, Print folgt dann morgen nach. Genau, vor allem ist das hier für uns. Genau. Und dann habe ich sie gut. Und zwar so. Was? Didi, bleib da. Ist die Pizza hier für uns? Die Pizza hier für uns. Und drehst du dies zu Jens. Gleichzeitig kommst du mit der Schulter zum Didi. Das ist. Ups! Ich sag dir die Bewegung beim Anfahren. Ist die Pizza hier für uns? Ist die Pizza hier für uns? Selbstverständlich. Und dann ziehst du zu. Nicht übernehmen, sondern da bleiben. Und dann holst du zwei Pizzen raus. Heute sind noch die Fernsehnachrichten dran und dann kann das Interview ungekürzt online gehen. Print folgt dann morgen nach. Ist die Pizza hier für uns? Selbstverständlich. Die zwei hier. Ja. Wie gesagt, es war der verregnetste Tag des gesamten Sommers. Wir haben gewartet und gewartet, bis es endlich aufhält. Das ist nicht passiert, wie das eben bei einem wunderschönen Landregen in der Südsteiermark so ist. Aber bevor uns endgültig das Licht ausgegangen ist, haben wir ganz einfach gedreht. Und wieder los. Der Rest des Teams nutzte die Zeit, um sich intensiv auf ihre Rollen vorzubereiten. Hier liegt eine offenkundige Unterqualifikation vor. Ich kann das machen. Hier liegt eine offenkundige Unterqualifikation vor. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 98,7% sind auch keine wirtschaftlichen Ressourcen vorhanden. Das fortgeschrittene Alter deutet auf körperliche Defekte hin. Berücksichtigen lässt sich nur ein potenzielles Arbeitspensum in einer Fertigungsfabrik. Episode 2 ist ohne Frage die blutigste im gesamten Film, aber mit der professionellen Hilfe von Eva Weotz ist es gelungen, das in den Gesichtern der Darstellern wiederzuspielen. Ja, schön her, blau oder grün und dann mit braun ein bisschen so abmischen, das ist halbwegs. Du siehst dann eh wieder und das Dunkle, das Schwarz kann man noch zum dazwischen. Ich werde es nachher basteln. Ja, einfach ein bisschen probieren und wenn es nicht passt, man kann es wieder relativ gut wegwischen oder sonst mit einem Elastan so. Okay. Ein bisschen filmen tun wir auch. Oh, ja. Cool, schaut es aus. Soll ich das auch machen? Ja, bitte. Also Cyborgs. Aufpause. Ja, kommt jetzt her, leg die Hirne auf. Gibt er einen Korb? Genau. Er geht raus. Das Bild da. Der Dieter bleibt da verstehen. Der Dieter bleibt stehen mit dem Korb. Bitte das.
Achtung, Grundstellung! Wie lautet unsere erste Glaubensdirektive? Es reicht nicht, dass wir Erfolg haben. Andere müssen scheitern. Natürlich sollte es nur so aussehen, als ob es ist niemand wirklich verletzt worden. The Magic of the Movies. Ich glaube, wir brauchen das Band zum. Das ist uns haltet das, ne? Das hat keinen Widerstand. Ja. Okay. Ich bin die Bus. Und? Rede los. Ringelreihe, wir sind der Kinderdreie. Einer sitzt und Holler Busch und die anderen machen husch, husch, husch! Perfekt, kopieren. Schlussendlich haben wir alles geschafft. Auch wenn sich einige Dinge erst in der Probe entwickelt haben. Run, Forrest, run. So. Und... Bitte los. So schnell. Bitte, wie fühlen Sie sich? Ertappt, erleichtert. Erleichtert. Was geht Ihnen durch den Kopf? Gar nichts. Alles ist runtergefallen und raus. All die Hirnwindungen sind raus. Na, das...